Hallo ihr Lieben, es ist die Zeit des Jahres, in der man sich Gruselgeschichten erzählt. Von Hexen, von Geistern und Kobolden. Und meine heutige Geschichte, die handelt von einem tapferen Patriziersohn aus dem Sauerland, der auszog, der mächtigste Mann des Königreichs zu werden und sich daraufhin mit finsteren Mächten zusammentat. Heute geht es um einen geheimen Männerbund, riesige Geldströme, Intrigen und Machtkämpfe. Es ist die Geschichte eines Mannes, der alle Widerstände überwindet, also Anstand und Moral meine ich, um für das zu kämpfen, was im Leben wirklich zählt. Geld natürlich, Doofies. Ein Streiter gegen die Armen und Entrechteten, ein Held der Shareholder und Interessenvertreter, den unfreundlichsten Klarinettenspieler, seitdem es Thaddäus Tentakel gibt, das authentischste Mr. Burns-Double Deutschlands. Die Mutter aller Lobbyisten in der CDU, der Vater der besorgten Bürger, vertrieben durch die finstere Angela Merkel. Nach wie vor unbesiegt und mächtiger denn je. Eine Macht ist erwacht in einem Bankenhochhaus in Frankfurt und sie greift nach der grauen Hauptstadt der Menschen, um sie erneut ins Dunkel von Korruptionsskandalen zu reißen. Lasst mich euch erzählen die Geschichte eines Mannes namens Friedrich Merz. Okay, das war minimal dramatisch, aber es muss dramatisch sein. Schließlich geht es hier um die neue, alte Hoffnung der Union. Das frische Gesicht der Verjüngung der Partei, die unter Laschet ein viel zu gutes, schlechtestes Ergebnis ihrer gesamten Existenz eingefahren hat. Wir reden zuerst über den alten Merz von damals und dann über den neuen von heute und wir versuchen herauszufinden, wer dieser Mann ist, der vielleicht unser nächster Bundeskanzler sein könnte. Nehmt euch jetzt unbedingt mal ein paar Snacks dazu, das wird ungeheuer spannend heute und abonniert natürlich gerne den Kanal für noch mehr Spannung in eurem Leben. Ja, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Kritiker sagen, es war einfach keiner mehr übrig, den man sonst hätte wählen können, aber das Ergebnis zählt. Und mit dem dritten Anlauf hat es Friedrich Merz endlich geschafft, CDU-Vorsitzender zu werden. Ansonsten ist der 12-fache Millionär auch ein Gewinnertyp, also vor allen Dingen wirtschaftlich gesehen. Er ist auch Oppositionsführer und das Amt, das hatte Merz schon mal. Und das ist auch das einzige Spitzenamt, das er jemals hatte. Und das war eine Phase, die den politischen Kollegen nicht besonders gut in Erinnerung geblieben ist. Zumindest denen, die sich überhaupt noch daran erinnern können. Ist schon eine ganze Weile her. Um die Zeit zu zitieren. Selbst einige Förderer sprachen ihm damals grundlegende politische Fähigkeiten ab. Ja, wenn es trotzdem für den CDU-Vorsitz reicht. Aber langsam, langsam, langsam. Wir wollen uns ja ein faires Bild von Friedrich Merz machen. Und dazu gehört es, an den Anfang zurückzugehen. War Friedrich Merz jemals ein junger Mensch? Und wenn ja, wie war er da so? Er wird am 11. November 1955 in Brion, oder Brion? Das klingt hugenottisch. Im Sauerland geboren. Seine Mutter war eine geborene Sauvigny, hugenottisch, die zu den alteingesessenen Patrizierfamilien in Brion zählt. Ein Patrizier! Ja, passt doch. Friedrich besuchte bis zur 8. Klasse ein Gymnasium in diesem Ort mit dem Namen, musste wegen schlechter Leistung diese wiederholen und anschließend wegen schwerer disziplinarischer Störung das Gymnasium wechseln. Nachtigallikör der Trapsen. Heutzutage spricht Merz gern von dem anderen Friedrich Merz von früher, einem aufsässigen, rebellischen und sturköpfigen Teenager. Aber es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, denn auch später sollte er die Lager wechseln müssen, weil er ein aufsässiger Sturkopf geblieben ist. Oder meint er es vielleicht wörtlich? Oder ist vielleicht noch ein anderer Friedrich? Vielleicht auf der Rückseite seines Kopfes? Ich sag ja, heute haben wir eine richtig gruselige Geschichte. Auch diesem Mysterium gehen wir heute nochmal auf die Spur. Ich hatte schulterlange Haare, bin mit dem Motorrad durch die Stadt gerast. Mein Stammplatz mit zwei Freunden war die Pommesbude auf dem Marktplatz. Ich habe angefangen zu rauchen und Bier zu trinken und das mit 14. Das behauptete er zumindest 2000 in einem Tagesspiegel-Interview. Und wir alle wissen ja, langhaarige Kerle, die sind unbedingt vertrauenswürdig. Aber damit kann er quasi beweisen, auch er war mal ein richtiger Mensch, ein bisschen rebellisch sogar. Da kann man ihn ja viel besser nachvollziehen jetzt. Naja, laut seinem Schulfreund ist das leider nie passiert. Tja, es habe nie eine Pommesbude auf dem Marktplatz gegeben und er hätte niemals lange Haare oder ein Motorrad gehabt. Wieso zur Hölle lügt man sogar über Pommesbuden und lange Haare? Mann, das Video kann ja echt heiter werden. Ich meine mal ganz ehrlich, Merz war noch Schüler, als er 72 der CDU beitrat. Wie kann man da bitte irgendwie rebellisch drauf sein? Selbst in der CDU selbst zählte er nie zu den jungen Wilden, zu denen sogar Laschet gezählt wurde.
Laschet, um Gottes Willen. Naja, wegen solcher kleinen Flugereien sollte man ja jetzt nicht überreagieren, oder? Genau. Und deswegen befördern wir jetzt all das zutage, auf das man tatsächlich im Laufe der letzten 30 Jahre so reagiert hat. Ja, Dinge, an die sich viele scheinbar irgendwie nicht mehr erinnern wollen. Naja, ich habe mal ein bisschen in Zeitungsarchiven gekramt. Und Leute, was ich da gefunden habe, das ist wirklich interessant. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz, der Erfinder der deutschen Leitkultur, war nach eigenen Worten schon mal richtig anti-autoritär, ja sogar ziemlich aufsässig. So war der Schüler Merz unter anderem Mitorganisator eines Festes nach dem Ableben eines verhassten Lehrers und verführte im heimatlichen Briand den kleinen Bruder zum Zigarillo-Rauchen. Als Jahre später einige Kumpels seiner Burschenschaft eine linke Kneipe in Bonn zertrümmerten, feierte der 25-Jährige das tagelang als politische Großtat. Dem geneigten CDU-Wähler dürfte das imponieren. Schließlich heißt das ja, dass er selbst damals schon etwas gegen den Linksrutsch getan hat. Mein Ansehen bei den Mädchen in der Klasse war nicht besonders gut, weil ich es selbst in deren Augen etwas übertrieb. Mit meiner, heute würde man sagen, penetranten Störerei. Trotzdem fand er seine Ehefrau als 25-Jähriger auf einer Party eines Kommilitonen, einem Wüstenfest. Ich glaube, das letzte Mal, als jemand unironisch eine Party Wüstes Fest genannt hat, da war das Sauerland noch preußisch und da gab es keine Feste, sondern nur Militärparaden. Na, aber nicht, dass er bei diesem ganzen Rebellentum und Wüstenfesten denkt, dass Friedrich kein Mann von Kultur war. Nein, er spielt Klarinette. Und dann schien endlich die große Stunde für Merz gekommen. Als Wolfgang Schäuble über einen kleinen Spendenskandal ihr wisst, was ich meine. Herr Dr. Schäuble, wo sind denn eigentlich die 100.000 Mark aus dem Aktenkoffer hin? Merkel kam damals an die Spitze und mit ihr Friedrich Merz. Das war 2000. Und da wurde Merz dann Fraktionsvorsitzender. In einem Gespräch mit der Berliner Zeitung schilderte er Merkel im Dezember 2002 als intrigant, unsolidarisch und nur am eigenen Vorankommen interessiert. Was soll ich sagen, wenn man so ein Interview gibt, das wirft kein besonders gutes Licht auf die eigene Impulskontrolle. Das Ergebnis war, dass man Merz am langen Arm verhungern ließ. Aber woran scheiterte denn Merz letztlich in seinem ersten wirklich ernstzunehmenden politischen Anlauf? War es am Ende wirklich Merkels Schuld? Merz sagte damals, bequeme Leute haben wir genug, ich sage, einer muss führen. Und da liegt es nahe, dass seine Kollegen recht behalten sollten, dass sie ihn als nicht besonders kompromisswillig und nur begrenzt teamfähig einschätzten. Er habe sich und seine Macht überschätzt und nicht verstanden, dass er nicht alleine weiterkommen wird. Ich hörte die Nachtigall schon wieder trapsen. Seine Kollegen sagten, Merz scheitert daran, dass er kein Teamplayer sein kann. Das, was der Friedrich Merz der Angela Merkel an Brillanz voraus hat, hat sie ihm an Teamfähigkeit voraus. Und das ist am Ende das, was in der Politik, zumindest in Deutschland, zu siegen scheint. Schreibt ihr mit für eure eigene Karriere? Aber wer weiß, vielleicht ist die Ära Merz kurz vorm Anbrechen. Naja, einige Jahre und parteiinterne Machtkämpfe mit seiner Erzrivalin später gab Merz sich geschlagen und verließ 2004 beleidigt die Parteiführung und 2009 den Bundestag. Der Politexperte Michael Spreng sagte damals, es sei die exemplarische Geschichte eines talentierten, aber überheblichen und eitlen Mannes, der eine listige, zielstrebige und uneitle Frau unterschätzte. Die folgenden Jahre verschwand er dann so ein bisschen aus der Öffentlichkeit und wandte sich der freien Wirtschaft zu. Dann verkündete am 29. Oktober 2018 Angela Merkel, 2021 nicht mehr zur Bundestagswahl anzutreten. Und es verging nur ein einziger Tag und er verkündete für das Amt des Parteivorsitzes neben Ann-Kathrin Kramp-Karrenbauer und Spahn zu kandidieren. Er verlor die Wahl gegen Kramp-Karrenbauer, wie wir wissen. Hey, ich war ein Jahrzehnt weg, wählt mich doch mal zu eurem Chef. Just Merz thinks. Aber dann musste AKK Anfang 2020 ihren Hut im Zuge der Thüringen-Krise um Kemmerich nehmen. Bonjour, da war er wieder. Aber jetzt, ja ja, er sagte dann, ohne meinen Freund Armin Laschet zu nahe treten zu wollen, aber heute haben wir die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung. Und mal wieder hatten sich alle gegen ihn verschworen. Es kam zur Stichwahl beim verschobenen digitalen Parteitag. Und Merz war sich sicher, die Verschiebung der Wahl war ein Komplott des Partei-Establishments, das ihn habe verhindern wollen. Denn bei den Mitgliedern lag er klar vorne. Ohne jetzt zynisch sein zu wollen, ich bin mal ein bisschen gespannt, wie das in der Bundestagswahl dann wird. Ruft er dann auf Wahlmanipulation, falls er nicht gewinnt? Ist ja mittlerweile im konservativen Lager relativ populär geworden. Er ist so dieser eine Typ im Handball, der lieber aus einer schlechten Position selbst wirft und verkackt, als abzugeben. Kaum war Laschet dann erwartbar untergegangen, verkündete Merz erneut seine Kandidatur und erreichte schon bei der Mitgliederbefragung die absolute Mehrheit gegen Norbert Röttgen und Helge Braun und wurde anschließend dann auch offiziell als neuer Parteivorsitzender bestätigt. Und hier sehen wir wieder, alle sagen,
Man soll nicht zweimal in denselben Fluss, aber dreimal in denselben Fluss. Das ist dann wieder sinnvoll. Eine Theorie von mir ist, dass man sich jetzt gezielt um Wähler bemühen wird, die in den letzten Jahren vermehrt zur AfD abgewandert sind, und die letzte Landtagswahl bestätigt das. Dafür braucht es eben einen Mann, der diesen Wählern die rechte Hand ausstrecken kann. Ja, und das ist Friedrich Merz. Nicht nur, weil er beim letzten Wahlgang verkündete, er würde als CDU-Chef die AfD halbieren. Nein, denn Friedrich Merz, der hat schon vor zwei Jahrzehnten Dinge gesagt, die gut in die AfD von heute gepasst hätten. So wie er auch im Jahr 2018 sagte, man müsse darüber reden, ob das individuelle Recht auf Asyl in der deutschen Verfassung so bestehen bleiben kann, ja, wenn eine europäische Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ernsthaft gewollt sei. Erstmal ist das Recht auf Asyl eine große Errungenschaft des Grundgesetzes. Die Aussage ist an sich auch einfach grundlegend populistisch, weil sie vom Europarecht überlagert wird. Ja, also die meisten Flüchtlinge kommen auf Basis der Genfer Konvention zu uns. Und die nach Grundgesetz aufgenommen werden, das sind 1,3%. Aber es sind genau diese Aussagen ohne faktisches Fundament und gespickt von Populismus. Wir sollten uns jetzt mal anschauen, für was Merz in seiner Zeit als Politiker einstand. Denn viele von uns wissen das ja nicht mehr. Merz polarisiert und er ist stolz darauf. Es gehört zu seinem seit Jahren geäußerten Selbstverständnis. Er will Orientierung bieten und den Kurs prägen. Und dieser Kurs, der könnte klar nach rechts führen. Was hat Merz gesagt, was ihn heute neben die AfD stellen würde? Man muss wissen, um 22 Jahre später den Kontext noch verstehen zu können, unter Rot-Grün, da kamen einige Änderungen in puncto Einwanderung. Und Anfang 2000 wurde das Uis Sanguinis abgeschafft. Danach konnte auch Deutscher werden, wer nicht von deutschem Blute war. Und der Migrationsstopp wurde aufgehoben. Das war natürlich ein Schock für CDU, CSU, die dann sehr völkische Oppositionsarbeit leisteten, sage ich jetzt mal. Wolfgang, wo sind die 100.000 Mark? Schäuble und Edmund, wie lange fährt man jetzt nochmal zum Flughafen? Stoiber organisierten eine bundesweite Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und das ganz ohne Internet. Roland Koch, der wollte 1999 mit dem Spruch, wo kann man hier gegen Ausländer unterschreiben, eine Landtagswahl in Hessen gewinnen. In Nordrhein-Westfalen versuchte es Jürgen Rüttgers mit Kinder statt Inder. Und dann kam Friedrich Merzens Aussage, Einwanderer hätten sich der deutschen Leitkultur anzupassen. Und Leitkultur ist ein Begriff, der kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft. Und der beschreibt die dort vorherrschende Pflanzenart in einem Biotop. Also in dieser Vorstellung ist der Deutsche wirklich eine Kartoffel. Friedrich hat also vor 22 Jahren schon die deutsche Meme-Kultur vorhergesagt. Vielleicht ist Friedrich Merz doch der Richtige für uns. Na, schlicht und ergreifend ging es Merz damals um Assimilation. Und wo findet sich die abgrenzende Vorstellung Leitkultur noch im Programm? Bei der blauen NPD. Ganz genau. Natürlich, es ist 22 Jahre her, spielt der zeitliche Kontext da eine Rolle. War das damals noch irgendwie sagbar? Nö. SPD und Grüne äußerten scharfe Kritik an der Äußerung von Merz. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, erklärte, es sei ein Feuerwerk des Rassismus aus der Union zu befürchten. Mit dem Gefasel von der deutschen Leitkultur und der Ankündigung, an die Unterschriftenaktion gegen Ausländer anlässlich der Staatsbürgerschaftsreform anknüpfen zu wollen, habe Merz die ersten Raketen einer ausländerfeindlichen Kampagne gezündet. Die Regierungskoalition zeigte sich auch entsetzt darüber, dass die Überlegung von Merz gerade im Moment des NPD-Verbots kam. Was soll ein NPD-Verbot ausrichten, wenn demokratische Politiker der Ausländerfeindlichkeit eine argumentative Bresche in die Mitte der Gesellschaft schlagen, sagte Volker Beck. Gerade eben in Zeiten zunehmender rechtsradikaler Gewalt sei das Verhalten von Merz besonders verantwortungslos. Natürlich hat Merz dafür auch Applaus bekommen von Nazis. Die Partei der Republikaner könne die Anerkennung der deutschen Leitkultur als kleinsten gemeinsamen Nenner in der gegenwärtigen Zuwanderungsdebatte sehen. Also ja, wenn Merz sagt, er werde die AfD halbieren, dann könnte das daran liegen, dass er keine Skrupel hat, deren Politik einfach wieder in die CDU zu integrieren. Meine Güte, da kann Friedrich Merz ja richtig froh sein, dass die Öffentlichkeit das schon wieder vergessen hat. Schauen wir uns doch mal an, was er noch so gemacht hat. Das war nämlich nicht das Krasseste. Ein Politiker soll ja nicht immer nur nach den Dingen bewertet werden, die er so sagt, sondern vor allen Dingen nach den Dingen, die er tut. Und im Bundestag sind es neben der Arbeit in Ausschüssen eben die Entscheidungen, die er trifft. Ich meine, das klingt jetzt direkt wie aus der Steinzeit, aber Vergewaltigung in der Ehe war bis 1997 nicht strafbar. Und nach langen Debatten beschloss man im Mai 97 mit einer Mehrheit aus SPD, Grünen, Linken sowie mehr als 130 Unionsabgeordneten und 25 Liberalen einen fraktionsübergreifenden Gesetzesentwurf, der Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat erklärte. Und dagegen stimmten tatsächlich noch 138 Bundestagsabgeordnete aus CDU, CSU und FDP. Und einer von ihnen war Friedrich Merz. Und
Das belegt das veröffentlichte Protokoll der Sitzung des Bundestages vom 15. Mai 1997. Und ganz ehrlich, man könnte jetzt sagen, das ist ja schon eine Weile her, aber das ist ein Fleck, den du nie wieder loswerden solltest. Also nochmal, Friedrich Merz stimmte dagegen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Aber seine menschenfreundliche Seite wird auch durch andere Sichtweisen unterstützt. Ja? Merz wollte die Renten voll besteuern und das Eintrittsalter auf 70 erhöhen. Merz wollte den Kündigungsschutz komplett abschaffen. Und Merz fand es doof, dass die Bürger wissen dürfen, was er nebenbei so verdient. Und zwar so doof, dass er mit 6 weiteren Bundestagsabgeordneten 2006 vor das Verfassungsgericht gezogen ist und gegen den Verhaltenskodex geklagt hat. Natürlich bekam er kein Recht. Merz ist absoluter Freund der sozialen Marktwirtschaft, aber die Gewerkschaften, die gehören doch bitte entmachtet, wie er 2003 forderte. Und auf einer Klausurtagung 2008 plädierte er für eine Beschränkung von Sozialleistungen, denn Sozialhilfekarrieren würden sonst die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beschädigen. Die Hartz-Reformen, die fand er super, aber man hätte ja auch auf eine Studie hören können, welche ein Hartz-IV-Satz von 132 Euro für ausreichend befand, oder? Man muss es diesen ganzen Schmarotzer mit ihren Sozialhilfekarrieren nicht zu einfach machen, nicht wahr, Fritz? Das ist unfassbar. Der Mann muss wirklich aufpassen, dass er nicht nur der AfD alle Stimmen wegnimmt, sondern aus Versehen nebenbei auch noch die ganze FDP überflüssig macht. Friedrich Merz, das ist jemand, der nicht nur sehr geschäftstätig ist, sondern auch ungerne möchte, dass andere darüber viel wissen. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal ganz genau an. Leute, ich habe mir ja mittlerweile wirklich schon sehr unterschiedliche Karriereverläufe und Verstrickungen von Politikern angesehen. Und zumindest im Hinblick auf offizielle Verbindung ist Friedrich Merz wirklich ein Prachtexemplar. Vielleicht sogar der Spitzenreiter der wirtschaftlichen Verstrickung. Das ist natürlich zu einem gewissen Grad dem Umstand geschuldet, dass er nach 2009 in die Wirtschaft gewechselt ist und dort bereits gut gewachsene Einflüsse noch deutlich ausbauen konnte. Merz war bis Ende 2021 Vizepräsident des Unternehmerischen Lobbyverbandes. Er war Wirtschaftsrat der CDU und Gastmitglied im Präsidium der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Friedrich Merz war vor seiner politischen Karriere für den Verband der Chemischen Industrie, VCI, tätig. Innerhalb des Verbandes vereinigen sich mehr als 90% der deutschen Chemieunternehmen. Und der Einfluss des Verbandes ist interessant. Nicht nur, dass man zwischen 2010 und 2019 insgesamt fast 1 Million an die CDU spendete, der VCI pflegte auch lange Zeit eine strategische Personalpolitik. Aufstrebende Leute mit politischen Ambitionen sollten eine Zeit lang im Lobbybereich des VCI arbeiten, bevor sie in die Politik wechselten. Auch Helmut Kohl war in den 60er Jahren beim VCI tätig, by the way. Leute, ganz ehrlich, das Video ist schon wieder so lang. Wir könnten es eigentlich abbrechen und sagen, Friedrich Merz ist offensichtlich Patrick Bateman. Ich meine, konservativer Hardliner, rechtsaußen, wirtschaftsnah und neoliberal. Und das muss man ihm lassen. Das ist er auch schon immer konsequent gewesen. Auch früher hat er versucht, so neoliberale Pferde zu bauen. Ich bin jetzt nicht komplett wahnsinnig, ich meine quasi trojanische Pferde, nur nicht mit Bewaffneten drin, sondern mit Reformen, die Bürger langfristig ausnehmen. Und sein bekanntestes Pferd ist die Bierdeckelsteuer. Seine Forderung von 2003, eine Steuererklärung müsse auf einen Bierdeckel passen, ist wohl eine der populärsten Äußerungen. Hinter dieser bürgerfreundlich klingenden Idee zur Vereinfachung und Reduzierung der Bürokratie verbarg sich aber ein Steuerstufensystem, bei dem vor allen Dingen Gutverdiener profitieren und das den Staat selbst Milliarden gekostet hätte. Wer sich an mein erstes AfD-Video erinnert, diese Steuerreform der AfD basiert auf demselben Prinzip. Ich hatte ja gerade gesagt, dass Friedrich Merz nicht wollte, dass seine Nebenverdienste veröffentlicht wurden. Und das macht auch Sinn, denn es ist eine ganze Menge. Laut Lobbypedia.de hat er folgende Position inne. Und das ist ein bisschen hilarious hier. Lass uns mal ein bisschen durchs Bild laufen. Mittelschicht Merz ist ja mittlerweile ein Meme geworden. Dazu später nochmal mehr. Wir können ja allerdings schon mal an dieser Stelle auflösen. Er hat schon richtig gut verdient. Ihr habt ja die ganzen Posten gesehen. Und die Jahresgehälter solcher Aufsichtsratsposten, die sind nicht selten sechsstellig. Für seine Arbeit bei der WestLB soll er tatsächlich ein Tageshonorar von 5.000 Euro bekommen haben. Kleine private Frage an euch. Wie lange arbeitet ihr für 5.000 Euro? Und wegen Merz zahlreicher Nebenbeschäftigungen musste sein Kumpel Armin Laschet, da ist er schon wieder, verdammt, 2017 sogar den landeseigenen Ethikkodex brechen. Der kannte den scheinbar tatsächlich. Als er nämlich Fritz zum Aufsichtsratschef des Köln-Bonner Flughafens machte. Ja, laut den Leitlinien des Kodex sollte ein Chefaufseher maximal nur einen weiteren Aufsichtsratschefposten innehaben, um intransparente Unternehmensführung und Interessenkonflikte vorzubeugen. Merz hatte aber schon 3 inne. Chefposten wohlgemerkt.
Und dieser Vorwurf der Interessenkollision, sage ich mal, den gab es häufiger. Beispielsweise zum ersten Mal 2006, als er die RAG AG, ein Steinkohleunternehmen, als Anwalt bei deren geplanten Börsengang beriet. Denn wegen Kohlealtlasten mussten dafür erst die Bundes- und Landesregierungen von NRW überzeugt werden. Und da staunten seine Mitabgeordneten nicht schlecht, als Merz sich während der Anhörung erhob und verkündete, er sei heute nicht als Abgeordneter, sondern als Anwalt der Gegenseite anwesend. Das ist fantastisch, oder? Das ist so effizient, dass du einfach deinen Nebenverdienst und deinen Hauptverdienst kombinierst. Dass einfach zur gleichen Zeit beides bist. Da ist er einfach aus seinem neoliberalen trojanischen Pferd ausgestiegen. Für diese, ich sag mal, unkonventionelle Art der Lobbyarbeit hat er dann auch ein bisschen Kritik eingesteckt. Und dabei haben sie doch einfach nur vergessen, dass es sich dabei um Friedrich Mordrake handelt. Der Mann mit den zwei Gesichtern. Und diesmal eben das Wirtschaftsgesicht von Friedrich gesprochen hat. Ich habe ja gesagt, wir haben heute eine Halloween-Folge. Man kann der CDU jetzt einfach nur gratulieren. Sie haben es endgültig geschafft, den größten Geschäftemacher der deutschen Politik zu ihrem Anführer zu krönen. Und da es ja mittlerweile völlig in Ordnung ist, wenn jemand, der in den größten Steuerraub der deutschen Geschichte verstrickt ist, unser Bundeskanzler ist, ja, da stehen auch die Chancen für Friedrich Merz. Sehr gut, irgendwann dieses Land mal so richtig anführen zu können. Ja, es geht schon wieder um Cum-Ex. Friedrich Merz sagte über unseren schlumpfigen Bundeskanzler, entweder leidet er unter Gedächtnisschwund, dann ist er als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland schon aus diesem Grunde ungeeignet, oder er lügt. Ich meine, dass Merz ja gut im Austeilen ist, das haben wir ja mittlerweile schon gesehen. Gerade im Hinblick auf das Thema Cum-Ex ist Merz da nicht ein wenig zu involviert, um solche Töne zu spucken? Schauen wir uns das mal genauer an. Gegen Merz wurde von der Kölner Staatsanwaltschaft im Zuge des Cum-Ex-Skandals nicht ermittelt, obgleich mehrere Unternehmen, denen er vorstand, in den Skandal verwickelt waren. Ich sehe da keine Zusammenhänge. Ich sehe da vor allen Dingen keine Zusammenhänge von Vorstandsmitgliedern und Dingen, die in der Firma passieren. Null, gar nicht. Initiator der Untersuchung des Skandals Gerhard Schick allerdings schon und schickte Merz im Namen der Bürgerinitiative Finanzwende einen Brief mit 13 Fragen. Und ich zitiere an dieser Stelle mal das Handelsblatt. Genaue Auskünfte verlangt Schick von Merz bezüglich seiner Arbeit als Anwalt und Aufseher. 2005 heuerte der Finanzfachmann als Partner bei der US-Großkanzlei Mayer Brown an. Heute ist er dort Senior Counsel. Die Kanzlei wirbt um Kunden, die in der Vergangenheit solche Geschäfte gemacht haben. Haben Sie Kenntnis von Mandanten, die darin unterstützt werden, ihre Cum-Ex-Gewinne rechtlich durchzusetzen? Fragt Schick. Merz könnte von solchen Aufträgen indirekt profitiert haben, auch wenn er bei Mayer Brown zu gesellschafts- und nicht zu steuerrechtlichen Fragen berät. Schick hielt das für moralisch fragwürdig. Und ihr so? Hinzu kommt, dass er bereits vor seinem Amtsantritt bei BlackRock als Kontrolleur im Zusammenhang mit Steuerbetrug zumindest versagt hat. Bei HSBC Trinkaus. Schon 2010 holte die Bank Merz in den Verwaltungsrat, später in den Aufsichtsrat. Auch dort wird zu Cum-Ex-Geschäften ermittelt. Ich würde hier mal NTV zitieren. Doch auch wenn ihm persönlich nichts vorzuwerfen ist, durch seine Nähe zu den mutmaßlichen Cum-Ex-Akteuren steckt der Möchtegern-Kanzler in massiven Interessenkonflikten, die seiner Kandidatur den Garaus machen könnten. Schick fragte darüber hinaus, haben Sie als Vorsitzender des Aufsichtsrats von BlackRock Deutschland Fragen gestellt oder eigene Untersuchungen angestellt zum Cum-Ex oder Cum-Cum-Transaktionen unter Beteiligung von BlackRock? Wer nichts weiß, der kann auch nicht schuld sein. Friedrich Merz weiß jedenfalls alle Vorwürfe, seine Kontakte in die Politik für Geschäfte genutzt zu haben, deutlich von sich. Ich habe nie ein Lobbymandat angenommen. Moment. Dann vergesst bitte die ganzen Auflistungen, die ich bisher vorgenommen habe. Ja? Merz ist wirklich wie Edward Mordrake. Das eine Gesicht kommuniziert nur mit der Wirtschaft und das andere nur mit Politikern. Und dazwischen, da gibt es einfach nichts. Keine Verbindung. Ist doch völlig klar. Deutschland hat durch Cum-Ex und Cum-Cum übrigens mindestens 36 Milliarden Euro verloren. Es geht noch weiter. Und der Bundesgerichtshof hat auch bestätigt, dass es sich dabei um Steuerhinterziehung handelt. Für Wolfgang Schäuble ist Cum-Cum allerdings nur illegitim und nicht illegal. Übrigens, Wolfgang, wo sind jetzt eigentlich nochmal die 100.000 Mark hin? Aber warte mal, der Name BlackRock, der ist ja gefallen. Wer sind die denn? Merz ging ja 2009 aus der Politik und wurde für sein Netzwerk in der Industrie mit offenen Armen empfangen und hat jetzt als Mann aus der Wirtschaft wiederum die Führung einer ganzen Partei übernommen. Ich will jetzt nicht maulen,
Aber das ist so der bedenklichste Move, den man überhaupt bringen kann. Ich meine, es ist geradezu der Hauptgewinn, wenn man innerhalb von wenigen Jahren einen Verbündeten an der Spitze einer der größten Parteien der Bundesrepublik hat. Vor allen Dingen, wenn man sich so ein ganz kleines bisschen für die Politik der Bundesrepublik insgesamt interessiert. Aber ich vergaß, der Politiker Merz und der ehemalige Chef der Deutschlandabteilung, der größten Fondsgesellschaft der Welt, deren Anlagevolumen das Dreifache der deutschen Jahreswirtschaftsleistung erreicht, das was nochmal 40% mehr sind als das wertvollste Unternehmen aller Zeiten, die East India Trading Company wert war, das sind komplett zwei unterschiedliche Menschen. Und warum gerade im Hinblick auf dieses Unternehmen wir irgendwie vorsichtig sein sollten, das erklärt auch Achim Wambach, der Vorsitzende der Monopolkommission. Die Fondsgesellschaft hält schon länger beträchtliche Aktienpakete aller 30 deutschen Unternehmen, die im DAX repräsentiert sind. Bei Post, Allianz und Bayer beispielsweise war BlackRock zuletzt mit mehr als 7% beteiligt, am DAX insgesamt mit 4,5%. Bei 5% hat man übrigens ein Stimmrecht in einem Unternehmen. Und immer wieder wird berichtet, dass sich die Konzernführung aus New York auch aktiv in die Entscheidung der deutschen Manager und Managerin einmische. Und das Problem ist, dass diese Gesellschaft jetzt ein Interesse an der gesamtwirtschaftlichen Situation entwickelt hat. Und das schadet dem Wettbewerb. Ich will jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, aber dieser Konzern ist monströs. Es liegen keine Beweise vor, dass sich Merz bislang der Korruption schuldig gemacht hätte. Aber die Gefahr politischer Einflussnahme ist enorm. Ich sag doch, heute wird's gruselig. Aber ich habe euch am Anfang ja einen Geheimbund versprochen. Ich habe euch ja bereits bei Laschet so ein bisschen intensiver herausgearbeitet, wie gut politische Akteure vorankommen, die den Weg in Männerbünden einfach gemeinsam gehen. Nun, wir treffen Armin Laschet schon wieder. Wer hätte das gedacht, ja? Und zwar in einem Männerbund, den ich bisher noch gar nicht in Verbindung mit ihm erwähnt hatte, denn dem ist er dann erst später beigetreten. Nein, ich spreche von einem wirklich geheimen Bund, das ist kein Witz, von dem hat lange keiner gewusst, noch nicht mal innerhalb der Partei. Ich spreche vom Andenpakt. Das klingt jetzt zwar eher wie ein Bündnis zwischen Bolivien, Kolumbien, Ecuador und Peru. Den gibt es tatsächlich auch. Wow. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich ein etwas anderes. Egal. Bis vor wenigen Jahren war dieser Bund selbst den größten Teil der CDU völlig unbekannt. Und das sollte erst einen Zwischenfall mit Angela Merkel ändern. Ich zitiere jetzt mal die Rheinische Post. Es begann über den Wolken mit einer Flasche Whisky. Auf einem Nachtflug von Caracas nach Santiago de Chile gründeten 12 junge konservative Männer den Andenpakt. Sie wollten die CDU unter Helmut Kohl erneuern und versprachen einander, dass niemals einer von ihnen gegen den anderen antreten werde. Das war im Jahr 1979. Das war übrigens eine Bildungsreise der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also so viel zum Thema, die Verbindung über entsprechende Stiftung, die spielen gar keine Rolle. Und zu diesem Bund gehörten Männer, die später die großen Positionen des Landes übernehmen sollten. Männer, die sich bewusst konservativ von der 68er-Bewegung abgrenzen wollten. Der spätere Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier. Der spätere Verteidigungsminister Franz Josef Jung. Matthias Wissmann, Verkehrsminister unter Helmut Kohl, der dann später Chef des Automobilverbandes VDA wurde. Roland Koch, unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff. EU-Kommissar Günther Oettinger, der frühere EU-Parlamentspräsident Hans-Gerd Pöttering. Der ehemalige Sprecher des Bundespräsidenten Friedbert Pflüger und der amtierende Verfassungsrichter Peter Müller. Und ja, auch Friedrich Merz traten diesem Bündnis noch bei. Schon erstaunlich, wie viele von denen dann tatsächlich Karriere gemacht haben. Ich sag's ja. Und öffentlich deutlich wurde der Einfluss, als sie Angela Merkel 2001 dazu zwang, Edmund Stoiber den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur zu lassen. In einem Wutausbruch am Telefon hat Roland Koch Merkel klargemacht, dass alle wichtigen CDU-Männer gegen ihre Kandidatur seien. Wie groß der Einfluss am Ende wirklich war, der ist umstritten. Aber die meisten Quellen, die ich da genutzt habe, die sind der Überzeugung, dass dieser Bund den Ausschlag gab. Aber die Macht des Bundes wurde durch Merkel scheinbar gebrochen. Ihre Kontrahenten landeten auf dem Männerfriedhof, wie es Horst Seehofer dann so ein bisschen blumerös beschrieben hat. Aber jetzt ist sie weg. Und der Andenpakt, der ist wieder da. Und ihr Ziel war es und ist es, einen Kanzler aus ihren Reihen zu stellen. Der Andenpakt funktioniert noch immer. Mehrere seiner Mitglieder taten sich zusammen, um einen der ihren wieder in die erste Reihe zu schieben. Friedrich Merz hat sich auch dank ihrer Überzeugungsarbeit ins Rennen um den CDU-Vorsitz begeben. So, meine lieben Freunde. Erstmal Respekt an alle, die bis hierhin diese kleine Zeitreise durchgehalten haben. Fassen wir jetzt nochmal kurz zusammen, was wir jetzt schon wissen. Friedrich Merz hat gelogen. Es gab nie eine Pommesbude am Marktplatz und er war auch nie cool. Später hat er dann stinkig die Politik verlassen, wo man ihn dann auch nicht so cool fand, weil er kein Teamspieler sein wollte. Als Geschäftsmann wurde er dann richtig erfolgreich, weil man da eben kein Teamspieler sein darf. Und plötzlich fanden ihn dann doch einige aus der CDU wieder cool.
auch weil sie irgendwie vergessen hatten, dass sie ihn früher gar nicht so cool fanden. Also außer die mit denen Merz in einem geheimen Herrenclub war. Leute, es ist an der Zeit, sich dem aktuellen Merz zu widmen. Und vor allen Dingen die Frage zu stellen, wieso ist Friedrich Merz jetzt CDU-Vorsitzender und ist er wenigstens jetzt cool? Ihr werdet es nicht glauben, aber in der CDU ist eine Feindseligkeit gegen die da oben entstanden. Also kaum ist man ein paar Monate nicht mehr ganz oben dabei, hat man vergessen, dass man nur 7 von 23 Regierungen nicht den Kanzler gestellt hat. Das ist schon eine seltsame Form des Selbsthasses. Ne? Ein Teil der Energie, die Friedrich Merz nach oben gespült hat, stammt aus diesem rechtsanarchistischen Affekt, schreibt die Zeit. Dieses verdammte linke staatszersetzende Hetzblatt. Merz stand irgendwann für alles, was der Partei in der Ära Merkel verloren gegangen war. An das tatsächliche Wirken des Mannes erinnerten sich dann immer weniger. Da ist ja auch eine postfaktische Zeit. Da ist es auch egal. Es ist so, als ob Friedrich Merz mit einer Zeitmaschine aus dem Herbst 2002 in den Herbst 2018 übergesetzt wäre. In dieser Zeit hat er sich ganz schön weit vom normalen Menschen entfernt und das erkennt man an dem Begriff Mittelschicht. Zwei Privatflugzeuge, davon eins Diamond DA-62, die mit Vollausstattung 1,1 Millionen kostet. Eine Villa am Tegernsee. So Dinge, die für einen ganz normalen Bürger Routine sind, sage ich jetzt mal. Als er mal gefragt wurde, ob er Millionär sei, war es ihm sehr unangenehm und sagte dann, er sehe sich als Angehöriger der gehobenen Mittelschicht. Und später gab er dann zerknirscht an, dass er rund 1 Million Euro im Jahr verdient. Dass sich ein Einkommensmillionär als Mittelschicht bezeichnet, ist symptomatisch für ihn. Ja? So ein schwacher Versuch, nahbar zu erscheinen. Und da ist es wieder, diese sinnlose Unehrlichkeit. Naja, nein, es ist schon ein bisschen mehr als das. Ich habe euch im Bist du schon Unterschicht-Video mal erklärt, dass der Begriff Mittelschicht ein manipulativer Begriff ist, um den Leuten zu verheimlichen, dass es eigentlich nur besitzende und arbeitende Menschen gibt. Und dass es politisch ein bisschen unredlich ist, den zu benutzen. Merz sagte, wenn ich Oberklasse oder Oberschicht höre, denke ich an Menschen, die viel Geld oder eine Firma geerbt haben und damit ihr Leben genießen. Das ist bei mir nicht der Fall. Merz kennt also den Unterschied auch. Er bewegt sich die ganze Zeit in der Finanzelite Europas. Das ist teilweise so weit abseits der normalen Menschen, über die er jetzt regieren will, dass es eigentlich an feudale Zeiten erinnern lässt. Merz war in dieser Welt aber auch irgendwie so ein Fremdkörper, weil er sich in diese Höhen tatsächlich auch erst hat hocharbeiten müssen. Er selbst sieht sich aus der Perspektive eben genau als das, Teil der Arbeiter und nicht der besitzenden Klasse. Natürlich ist er das als Multimillionär lange nicht mehr, aber das kann oder will er natürlich niemandem erzählen, weil er damit offensichtlich keine Verbindung mehr mit der Klasse hat, die er hinter sich gelassen hat. Wow, wow, Alex, was? Wieso? Das war jetzt schon ganz schön deep in Merz. Das Niveau hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet von diesem Video. Außerdem ist das doch alles Spekulation, dass er nicht mehr mit dem Leben normaler Menschen verbunden ist, oder? Habt ihr an dieser Stelle Lust auf ein modernes Märchen? Ja, er handelt von einem kaltherzigen Patrizier, der seine ehrliche und aufrichtige Seite findet. Ja, so ein bisschen wie die Weihnachtsgeschichte. 2004 in Berlin. Zwei obdachlose Männer finden am Bahnhof ein Notebook, tippen neugierig darauf herum und sehen plötzlich die privaten Handynummern der halben Bundesregierung vor sich. Sie entscheiden sich dann dazu, das Notebook beim Bundesgrenzschutz abzugeben, mitsamt einer Kontaktadresse der Obdachlosenhilfe. Nach einigen Wochen stellt sich heraus, der Besitzer des Notebooks ist, ihr habt es vermutlich schon euch gedacht, Friedrich Merz. Und er ließ dem ehrlichen Finder ein generöses Präsent zukommen. Was brach dafür eine heitere Freude bei dem Beschenkten aus? In seinen Händen hielt er das neue Buch von Friedrich Merz. Der Titel Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion. Kursbestimmung für unsere Zukunft. Und darin sogar noch eine Widmung dem ehrlichen Finder. Ehrlichkeit lohnt sich eben doch. Das Wesen der Opposition ist es ja, die Regierung zu kritisieren und anzugreifen. Skurrilerweise schlägt die sich aber gerade vor allen Dingen, also außer wenn Olaf Scholz den Hamburger Hafen gerade an China verkauft, obwohl ihn eigentlich alle davor gewarnt haben, mit den Krisen herum die CDU, CSU und SPD in der vorhergegangenen Legislaturperiode verbockt haben. Das ist wirklich gut, dass Wähler so vergesslich sind. Anstelle sich also unangenehme Fragen gefallen zu lassen, kann man in der CDU, CSU auf Wählerfang gehen. Und Merz' Strategie dabei ist, einfach Wähler bei der AfD abzugraben. Und weil es sich um AfD-Wähler handelt, da kann man entsprechend plump und populistisch vorgehen. Auf dem CDU-Parteitag sagt er beispielsweise so Dinge wie, dass es einer der wohl schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten sei. Behauptete auch, dass er als Kanzler, ja, 100 Marder-Panzer für die Ukraine bewilligt hätte, weil er es ja gerade nicht musste. Dass er aber kurze Zeit später vom Sozialtourismus ukrainischer Flüchtlinge spricht, von der eigenen Position her, sich das irgendwie komplett widerspricht, das müsste dem einen oder anderen CDU-Wähler, der noch nicht völlig verkalkt ist, doch irgendwie aufgefallen sein, oder?
Das ist nichts als der plumpe Versuch, die Armen davon zu überzeugen, dass die Ausländer an allem schuld sind. Nichts anderes hat Merz damit ausgedrückt. Der Mann, der ist gerade Oppositionsführer. Das darf man nicht vergessen. Außerdem zeigt es einmal mehr, dass Merz für den Effekt mit völlig unbelegten Thesen um sich wirft und ab und an auch mal klingt wie aus einem Motivationsbuch von Frank Thelen zitiert. Was hindert uns denn jetzt daran, die modernsten Technologien zu entwickeln, damit wir klimaneutral werden? Das ist von der Problemlösungsstrategie so erfolgsversprechend, wie darauf zu warten, eine Wunderlampe zu finden und den Genie darum zu bitten, den Klimawandel einfach zu beenden. Und er greift die üblichen Panikthemen, Gendern, öffentlich-rechtlichen Medien auf, die häufiger von Kritikern vorangetrieben werden als Themen. Und damit steht er im Diskurs Schulter an Schulter mit der AfD. Und da kann er noch so viel sagen, dass er niemals mit der AfD arbeiten will. Und überhaupt, was ist diese Aussage wert, wenn sie eigentlich bedeutet, wir brauchen sie einfach gar nicht, weil wir sie einfach kopieren. Man muss keine AfD wählen, Genderverbot gibt's auch mit mir. Und ich finde ganz persönlich, dass es auch viel über Merz als Staatsmann aussagt, dass er in Zeiten von existenziellen Krisen auf identitären Themen herumreitet. Gerade erst am 10.9. bei Lanz. Und auch die russische Propaganda freut sich über Merz, ja? Russische Medien haben Friedrich Merz am Ende als Zeuge präsentiert für zwei Desinformationsnarrative des Kremls, sagt der Berliner Kommunikations- und Politikberater Johannes Hilje. Erstens für die Behauptung, dass ukrainische Geflüchtete Betrüger seien und zweitens, dass in Deutschland freie Meinungsäußerung nicht mehr möglich wäre. Damit sei Friedrich Merz, gewollt oder nicht, letztendlich im Dienste russischer Propaganda unterwegs. Wo hat Merz das mit den Sozialtouristen eigentlich her? Tja, den Ursprung, den kann man relativ einfach ausmachen. Es kursierte nämlich eine Telegram-Nachricht, in der ein Unbekannter sagt, die Flixbusse sind auf über 2 Wochen im Voraus ausgebucht, weil die Ukrainer mit dem Flixbus nach Deutschland pendeln, hier zum Amt gehen, sich melden, Hartz IV beziehen und dann mit dem Flixbus wieder zurückfahren. Wir haben oft darüber geredet, es ist Teil der russischen Strategie, die Ukraine vor ihren Partnern zu diskreditieren, um ihre Unterstützung zu schwächen. Merz behauptete erst gestern wieder auf dem CSU-Parteitag, er denke vor allen Dingen europäisch. So wird das nix. Hilje sagt weiter, dass Merz mit seinen Äußerungen gezielte Desinformation betreibe. Was Merz verbreite, entbehre rein rechtlich jeder Grundlage, weil für den Hartz-IV-Bezug eine Meldeadresse in Deutschland notwendig ist. Faktenchecker hätten eine bei Messenger-Diensten kursierende entsprechende Meldung in Form einer Audiodatei schon vor 2 Wochen als Desinformation entlarvt. Dass Merz nicht unbedacht gehandelt habe, sondern mit Kalkül vorgehe, zeige auch eine andere Äußerung, so Hilje. Er hat ja im selben Interview vor einer erstarkenden AfD vor der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen gewarnt. Und daraus zieht er offenbar den falschen Schluss, man könne Rechtspopulismus mit populistischen Ressentiments stoppen. Die Kritik war groß, es kam eine Non-Apology von Merz. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Zu Deutsch, tut mir leid, dass du dich davon verletzt gefühlt hast. Ja, man entschuldigt sich, ohne sich zu entschuldigen. Das sei eine AfD-Taktik, kritisiert die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast. Ich habe es ja schon öfter erklärt. Ganz bewusst kalkuliert provoziert man, setzt eine Zuspitzung und auch eine Diskursverschiebung. Und dann, wenn die Kritik zu laut wird, rudert man wieder ein Stückchen zurück. Wenn der Widerstand allerdings nicht so groß ist, dann lässt man sie einfach stehen. Und dann wirkt sie. Aber was ist jetzt mit dem Flixbus-Thema? Was ist da dran? Natürlich nichts. Flixbus selbst sagt, dass der Rückreiseverkehr im Zuge der Rückeroberung der Gebiete in der Ukraine deutlich zugenommen hat. Und auch die Bundesagentur für Arbeit, der man ja beim besten Willen jetzt keine Milde unterstellen kann, die hat auch keine Hinweise auf Sozialtourismus. Und man muss sagen, Merz spielt ein gefährliches Spiel. Die Politikwissenschaftlerin Dina Elmani schrieb schon vor 10 Jahren über diesen Kommunikationsstil der Populisten. Er ist laut, provoziert, fällt aus der Reihe und damit auch auf und bietet Unterhaltung auf einer langweiligen, spröden Politbühne, obwohl er Ängste und Unsicherheit schürt. Und so bleibt Merz im Gespräch, während normale Politiker mit ihren Sachthemen und langwierigen Kompromisssuchen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle dahin gründeln. Das Problem an dieser Taktik ist nur leider, das Publikum lässt sich halt immer weniger schnell anstacheln. Also muss die Provokation immer härter erfolgen, weshalb eben noch härter provoziert werden muss, um überhaupt die Erregungsschwelle zu überschreiten. Und deswegen versprüht der Populist immer kleine Giftdosen und die werden immer mehr. Aber er ist währenddessen eben auch getriebener der Strategie und nimmt dabei in Kauf, das gesamte Umfeld zu vergiften. Merz tritt verbal um sich für plumpen Effekt.
2013 war übrigens Sozialtourismus das Unwort des Jahres. Genau wie Friedrich Merz hat es seine Zeit also schon mal gehabt und ist viel im rechten Spektrum zu finden. Ein anderes Beispiel: In der Pandemie beklagte er in einer Talkshow, dass die Arbeitsmoral der Deutschen schwindet. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können, sagt er und kritisiert auch die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Ja, wir müssen zurück an die Arbeit. Merz habe entweder ökonomisch keine Ahnung oder sei sozial zynisch oder beides, schrieb Arbeitsminister Hubertus Heil auf Twitter. Mit Kurzarbeit sichern wir Millionen von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise und stabilisieren die gesamtwirtschaftliche Lage. Friedrich Merz ist so einer, der auf die Frage, ob er ein Frauenproblem hat, sagt, dass ihm seine Töchter längst die gelbe Karte gezeigt und ihn seine Frau nicht geheiratet hätte, wenn es so wäre. Das ist wie zu sagen, ich kann ja gar kein Rassist sein, ich habe einen Freund aus dem Ausland. Er zitiert auf dem CDU-Parteitag aus Robert Habecks Buch, um sich über ihn lustig zu machen. Das ist doch unfassbar, dieses Gestammel dann in den Fernsehnachrichten. Er fordert den Kanzler auf, stoppen Sie dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff. Ich finde ja, der Mann verhält sich unwürdig als Oberster einer Partei, die sich als konservativ und Volkspartei bezeichnet. Merz kritisiert die steilen Thesen der Fridays for Future-Aktivistin, bezeichnet Greta Thunberg als krank und diffamiert die Protestierenden im Dannenröder Forst als gewalttätige illegale Besetzerszene. Merz dreht, was auch ein sehr beliebtes rechtes Narrativ ist, grüne Politik in etwas repressiv-rückschrittliches um. Und da muss sich dann jeder, der die Politik der CDU kennt, einfach mal wirklich die Augen reiben. Wie stellt sich Merz denn einen Aufbruch vor, einen Fortschritt? Jemand, der einfach kategorisch gegen alles ist, was die junge Generation fordert, so jemand bricht doch maximal auf eine Reise in die Vergangenheit auf, oder? Und Friedrich Merz hat schon oft konservativer als viele seiner Fraktionskollegen votiert. 1995 votierte er beispielsweise gegen das Schwangeren- und Familienhilfe-Änderungsgesetz, das eine Liberalisierung beim Abtreibungsrecht vorsah, obwohl die Mehrheit der Unionsabgeordneten dafür war. Als Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Vorsitz zurücktrat, meinte er ironisch, es ist übrigens reiner Zufall, dass tiefst im Augenblick Frauennamen tragen. Friedrich Merz möchte aus dem 19. Jahrhundert abgeholt werden. Was für ein Showbiet, twittert daraufhin Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär zu der Zeit. Wenn Olaf Scholz ein Schlumpf ist, dann ist Friedrich Merz Gargamel. Das Format eines Bundeskanzlers haben beide nicht. Friedrich Merz hat sich auch übrigens immer wieder homophob geäußert. Na klar. 2001 wurde der damalige Unionsfraktionschef in der Bunden gefragt, Deutschlands Hauptstadt wird von einem Schwulen regiert. Finden Sie das auch so gut wie Bürgermeister Klaus Wowereit? Und Merz antwortete, solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Ja, das ist ja ewig her. Keine Sorge, Merz ist in der Zeit noch schlimmer geworden. Bei einem Interview der Bild wurde Merz 2020 gefragt, ob er Vorbehalte hätte, wenn heute ein homosexueller Bundeskanzler werden würde. Nein, sagte Merz. Auf die Nachfrage, ob das für ihn völlig normal wäre, fügte er hinzu, über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist für mich allerdings eine absolute Grenze erreicht, ist das kein Thema für die öffentliche Diskussion. Also, habe ich das richtig verstanden? Wenn Friedrich Merz an Homosexualität denkt, denkt er zuerst an Pädophilie? Der Mann ist wirklich im 19. Jahrhundert zu Hause. Achtung, jetzt kommt wieder eine Non-Pology. Er sagt, er fühle sich mit Absicht missverstanden. Ihm werde ein bösartig konstruierter Zusammenhang unterstellt. Die Toleranzgrenze sei immer überschritten, wenn Kinder betroffen seien. Und da haben wir nun genug abscheuliche Dinge gesehen in letzter Zeit. Ja, dann kommt noch der Opferreflex dazu. Eine Nebelkerze, also wir haben es hier echt mit einem Profi zu tun. Aber was genau das jetzt mit einem homosexuellen Kanzler zu tun hat, das konnte er jetzt nicht beantworten. Eine fantastische Reaktion kam vom Berliner Grünen-Politiker Henrik Rubner. Und der schrieb auf Twitter, ein heterosexueller Bundeskanzler wäre für mich übrigens okay, solange er nicht gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe stimmt. Ja, das alles passiert natürlich nur, weil die Presse ihn vernichten will. Das ist diese Cancel Culture. Ich habe ja bereits in meinem Video zum Thema erklärt, die Behauptung, es gäbe eine Kultur, bei der Einzelne unberechtigt von einem Mob vernichtet würden, ist eine Strategie der neuen Rechten, um Kritik im Vornherein zu delegitimieren. Der Kritisierte ist das Opfer der Strömung. Ja? Für den Wahlkampf ist Merz also damit gewappnet, vor allen Dingen in einer Zeit, in der immer mehr ad hominem argumentiert wird. Nachdem man ständig so eine Scheiße von sich, falsch interpretiert wird, was hält man dann eigentlich von der Presse? Und dass man sowas mittlerweile bei einem CDU-Spitzenpolitiker wieder fragen muss, sagt er auch einiges. Am 21.01.2020 sagte Merz in Aachen, über eigene Social-Media-Kanäle wie YouTube können Politiker ihre eigenen Interessen wahrnehmen und ihre eigene Deutungshoheit auch behalten. Wörtlich sagt er über die Journalistinnen und Journalisten, wir brauchen die nicht mehr. Das sei eine gute Folge der Digitalisierung. Donald Trump gefällt das. Fritz, dafür haben wir jetzt aber Leute wie mich.
Ja. Der Deutsche Journalistenverband kritisierte Merz darauf scharf und er verteidigte seine Aussagen. Wir brauchen die nicht mehr, stünde ausschließlich und erkennbar im Zusammenhang mit der Verbreitung von Nachrichten über die Social Media Kanäle. Er habe mit dieser Feststellung in keiner Weise die Bedeutung einer freien Presse in Frage gestellt. Ach Fritz, du hast doch deutlich Journalisten unterstellt, die Aussagen zu verzerren, ob es sich nun um News handelt oder nicht. Und auch hier wieder, ne? Durchziehen, bis die Kritik zu groß wird. So wird man eines Tages Bundeskanzler der BRD. Und Leute, ich könnte noch so viel mehr hier aufzählen. Aber lasst uns jetzt mal ein Fazit finden. Ist ja auch schon wieder spät. Die Taz schreibt, er bringt keinerlei politische Erfahrung mit. Diese Behauptung mag erstaunlich wirken. Schließlich saß Merz von 1994 bis 2009 im Bundestag. Aber er war nur ganze 2 Jahre Oppositionsführer und viel entscheidender, er hat nie regiert. Er war nie Minister, weder in einem Land noch im Bund. Er weiß überhaupt nicht, wie die Exekutive funktioniert, will aber gleich Kanzler werden. Das ist typisch Merz. Ich denke, dass wir mittlerweile tatsächlich so einen kleinen Eindruck haben, was typisch Merz bedeutet. Friedrich Merz ist ein neoliberaler Spitzenverdiener und Top-Lobbyist mit Erfolg und einem Renommee, wie Christian Lindner gerne hätte. Er hat antiquierte bis menschenfeindliche Ansichten und seine Verbindung in die Wirtschaft und seine möglichen Verstrickungen in Cum-Ex, Cum-Cum und anderweitige illegale Geschäfte sind für mich zumindest ein Zeichen zur Vorsicht. Er ist politisch gesehen aber ein Loser, der die Basis durch Polarisierung für sich gewinnen konnte und auch für viele AfD-Wähler die CDU wieder interessanter machen dürfte. Merkel hat seine Karriere bestimmt, durch sie musste er gehen. Wegen ihres Weggehens hat er jetzt wieder eine Chance. Diese Fremdbestimmtheit durch sein verletztes Ego, also sein Ego generell, ist die größte Schwäche, die er mit sich bringt. Und die verhindert, dass er jemals, meines Erachtens, ein großer Staatsmann werden kann. Reden, auf jeden Fall. Fantastischer Redner. Verhandeln? Eher nein. Aber, anders als bei den anderen Exposed zu politischen Figuren, muss ich heute mal eine Sache ganz klar feststellen. Das alles musste in dem Sinne nicht exposed werden. Denn wer Friedrich Merz ist und wofür er steht, ist völlig klar erkennbar für alle. Wo Friedrich Merz draufsteht, ist Recht des Stärkeren drin. Und mit stärker meine ich reich, männlich, weiß, deutsch. Und damit passt er hervorragend zu den Wählern der CDU, für die das menschliche Peak-Performance darstellt. Fühlst du dich davon angesprochen? Dann ist Friedrich Merz dein Kanzler. Wenn du aber keine Millionen am Aktienmarkt investiert hast, dann ist Friedrich Merz vermutlich der Letzte, dem du deine Stimme bei der nächsten Wahl geben solltest. Oder der Zweitletzte, Drittletzte. Also auf jeden Fall nicht ganz vorne mit dabei. Ich zitiere nochmal Dina Elani an der Stelle. Feiern Sie ihn, kann es ihm recht sein. Warnen Sie vor ihm und brandmarken Sie seine Gefährlichkeit, kann es ihm genauso recht sein. Denn dann ist er in der Rolle als Tabubrecher bestätigt, der vom gesamten Establishment bekämpft wird. Vom Medien-Establishment inklusive. Kritische Berichterstattung wird dann als Verfolgung, als Missbrauch der Pressefreiheit charakterisiert, die ihn, den rechtspopulistischen Politiker, der unbequeme Wahrheiten ausspricht, mundtot machen will. Frage auch an mich. Wie geht man mit Personen um, deren populistische Agenda auch durch Kritik befeuert wird? Ich hoffe ja, dass ich mit meinen Exposed-Videos die Menge an Informationen so bündeln kann, dass man nur ein einziges Video machen muss. Deswegen sind die auch so lang. Dass dann immer wieder zitiert werden kann, weil es eigentlich alles an Informationen enthält und dabei so wenig Aufmerksamkeit wie nötig erzeugt und nur Infos verbreitet. Klar, wählt doch wieder die CDU beim nächsten Mal. Die haben absolut gar nichts mit unserer derzeitigen Lage zu tun. Aber sagt mir dann nicht, ihr hättet vorher nicht gewusst, was ihr dafür bekommt. Und in diesem Fall ist es wirklich offensichtlich. Meine lieben Freunde, teilt gerne das Video, lasst mir euer Abo da. Dort unten sind die Quellen. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, findet ihr da unten auch einen PayPal-Link. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es fantastisch, dass ihr so lange durchhaltet. Ob Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler wird? Ich glaube ja, das wird passieren. Wer hält dagegen? Bis dann, Tschüssikowski.